Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Let's Play Basalt hier Starkman im Einsatz hier auch gleich auf der Eiswelt, ne, mit mir. Und ja, in der Mission 8, ne, der Mission 8-8, oder wie man es auch nennen will, ne. Auf jeden Fall, ich hab was Neues zu erzählen. Erstens, ja, es kam wieder eine Woche nichts. Ja, ich war sehr faul gewesen, ich war auch sehr bocklos gewesen, ne. Alles kam zusammen, ne, war schon scheiße. Ja, was denn noch, ne. Und zweitens, muss ich jetzt hier mit einem Kopfhörer aufnehmen, weil ich nehme ja das hier alles über Elgato auf, ne. Heißt, ich nehme über den Fernseher auf, ne. Und weil man den Sound dann doppelt hören würde, wenn ihr es über den Fernseher abspielen lassen würde, den Sound, würde man es im Nachhall hören, im Mikro, ne. Wegen den Soundboxen am Fernseher, ne. Deshalb habe ich hier kleine Stöpsel-Kopfhörer angeschlossen, oh, voll durch, ey, ne. Und jetzt habe ich meine anderen nicht gefunden, ne? Jetzt habe ich andere genommen. Und da ist der linke Kopfhörer Schrott da vorne. Und ja, das ist schon ein bisschen scheiße, ne? Nur mit ein Ohr zu hören, was da im Spiel abgeht, ne? Ja, mein Mund ist gerade voll trocken, ey. Warum das los? Ja, ne. Ich würde sagen, Eiswelt, go, go, go. Mal sehen, was uns erwartet. Oh. Okay, Ranger. Da ist eine Strahlung in dem Energiefeld, die unsere KGMs hier ganz verrückt macht. Sie haben ihre Quelle bei einer Art Plasma-Monster aufgespürt. Buchten Sie dieses Ungeheuer ein. Ein Plasma-Monster, okay. Leute, ich muss jetzt für mich sagen, also in meinem Teil sieht das Monster für mich eher aus wie ein Kaugummi-Monster, aber egal, ne? Ich finde, hat was Kaugummi-artiges an sich. Keine Ahnung. Sieht irgendwie so aus ein wenig, ne? Aber naja, was soll's, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Oh. Alles zurück. Eröffne das Feuer. Hat hier jemand die Klimaanlage aufgedreht? Hallo, wie geht's? Denn ich frage mich. Ah! Ach ja. Okay, nicht wirklich Kaugummi, aber schon ein wenig, ne? Und immer was trinken, ne? Mhm. Weil mein Mund arschentrocken ist und deshalb, ne? So. Ich bin Buzz Lightyear. Ich komme in Frieden. Buzz, ich glaube, das Vieh ist es ganz egal, was du bist. Oder wer du bist, ne? Ich glaube, so ein Vieh, ey, kann man eh nicht davon überreden, ne? Ja, ich bin Buzz Lightyear und du kommst in den Knast oder so, ne? Ich glaube, davon hätte sich eh nicht auf Buzz, ne? Oh, ist alle rutschig hier, oh mein Gott, ist rutschig! Oh Gott, komm, Buzz da drauf, Buzz, sieh! Geh da drauf, auf das Ding, okay. Muss ich ja nur anlaufen, merke ich gerade. Naja, auch schön. Okay, Leute, ich muss sagen, das Level habe ich nie gestockt früher, weil ich dazu nie den Bock hatte dazu. Level hier zu spielen, weil es irgendwie scheiße war. Okay, weil man muss sagen, ja, Level ist schon ein bisschen anstrengend, aber hier rumrutscht wie ein kleines Schneeglöckchen auf einer sehr eingefrorene Wiese, ja. Oder halt einfach wie ein Pinguin rumwatschelt, ne? Und oh, nein, will ich nicht. Lag da was? Da lag eine Bombe, wo ich genau reinfahre. Oh mein Gott, war ich dumm. Okay, Leute, ich hätte Gas einsammeln sollen. Aber nee, ich glaube, das lag da gar nicht, ne? Oder? Lag da eben Gas? Oder, wie nennt man das ja nicht Gas? Wie nennt man das? Treibstoff war es gewesen, ne? Treibstoff, ja, stimmt ja. Da unten ist es, oh mein Gott. Geh, Schrott! So, geht doch. Und so liegt da nur. Ich will aber lieber die Gax haben. Ein Panzer. Das ist scheißegal gerade. Ich muss ja ein bisschen mehr vorankommen, weil ich hier nicht frecken will. Oder auch nicht so verlieren will, dass ich einfach immer, ne, dass ich einfach zurückhänge mit meinem Speed-Tempo hier, was ich ja super hier drauf habe, weil ich auch so weit vorne bin, ne, im Gegenteil, bin schon sehr weit hinten, okay, nicht so weit hinten, aber es geht eigentlich noch, ne, mein Abstand ist noch angemessen, würde ich mal behaupten, Leute, von, also jetzt der Abstand von mir zu dem Typi da, ja. So, Leute, nächste Bombe ist auf wie viel Uhr, keine Ahnung. Vorne einfach nur. Ja, 12 Uhr direkt. So, der Schrott. Achso, die Schild macht uns hier unrutschfähig. Ja, das macht Sinn, ne? Komm ich auch so drauf? Bitte sag ja! Es sagt ja, danke. Ich denke mal einfach da lang, ne? Oder auch nicht! Fuck. Du bist hier lang. Sag bitte, hier geht's irgendwo lang. Wirklich, ne? Feuer. Egal, dann halt nicht, aber auch schön. So, dass wir zurück hier. Damit ich auch hier rüber springen. Nein, was? Fuck.
Was jetzt? Was jetzt? Na ja, toll, was denn jetzt, ey? Leute, okay. Keine Chance mehr, da hochzukommen. In meiner Sicht, ne? Bestimmt in eurer Sicht war was, wo man hochklettern konnte oder so, ne? Aber egal. So, drück X, ja, mache ich schon. Oh, schon verkackt, ey. Schon verkackt. So, nochmal reingebettet, danke. Okay. Wir nehmen schon 5 Minuten auf. Knapp 5 Minuten. Ein Timer habe ich nicht mal gestellt, aber Gert hat ja einen eigenen Timer in sich. So. Das wollte ich sagen. Und keinen eigentlichen Timer. Was ich eher sagen wollte, aber das wäre ja falsch. Sehr, sehr falsch. Ja. Guck doch, ich hole mit deinen Blitzen aus dem Mund. Wenn man die gerade nicht sieht, aber naja. Eben hat man die gesehen im Profilbild von dir. Von unseren Mission-Daten, die wir ja bekommen haben, von unserem Captain Nebula. So, und jetzt einfach raus, fahren durch zum KGM, den wir noch jetzt diesmal sofort holen werden, weil wir es können, ne? So. Voll verfehlt, scheiße. Okay, nicht so schön, ne? Oh, endlich, ey. Oh, ja, oh, um schon erstmal. Oh, oh. So. Den hier mache ich weg, weil ich kann. Den da vorne mache ich auch weg, weil ich das einfach durchkriege, ne? Durchleite. Mit meinem Hoverboard, ne? Ja, ich tauch's immer noch auf Hoverboard, das Ding. Komm einfach durch hier, abbiegen nach rechts. Ich hab keine Gax, oh mein Gott. Mein Gott! Zurück. Ich brauch Gax. Komm schon her, du scheiß Kuckdinger, ich brauch Gax von ihr. Das ist noch zu wenig. Ja komm, geh jetzt langsamer. Geht doch. So, jetzt den goldenen noch mitnehmen und den auch noch mitnehmen hier, danke dafür. Hier sind ja liegen auch noch welche, ey, auch schlau bemerkt von mir. Sind wieder in die Kerbe rein, ne? Oh ja, weil Basti gerne in die Kerbe geht, ne? Wer denn auch nicht, ne? Wer denn auch nicht? Ach ja. So, okay, da liegen noch mehr Gags, die wir noch gut gebrauchen können. Aber irgendwie auch nicht mehr, ne? Ja Leute, man muss mich hier verstehen, Leute, ne? Ich kann hier nicht so gut gleiten, hier so gut manövrieren, ne? Weil ich hier sehr viel rumrutsche, der letzte Pisser auf irgendeiner Kloschüssel, die sehr feucht ist. Schildi! Komm mit mir. So, okay, Blitzstrahler, den ich nicht brauche. Scheiße, geht falsch. Nein! Nein! Bin echt so dumm, ne? Ohne Witz. Bin echt so dumm heute. So dumm. Aha. Ah, mir ist schon fehlgeschlagen mal wieder. Mal wieder, leider. Ich muss das Wort mal wieder nutzen. Oh mein Gott. Ich muss mal wieder das Wort mal wieder nutzen. Ja, macht Sinn. Mach's ja aber auch, ne, irgendwie. Naja, was soll's, ne? Na, weil ich genug Zeit habe, dafür kann ich noch was trinken. Wasser! Lecker! Aus dem Aldi, na Spaß! Ich kaufe nichts aus dem Aldi. Also ich nicht, ne? Was meine Eltern tun, ey, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Weil ich glaube schon manchmal. Nein, wer weiß, ne? Woher muss ich wissen, wo meine Eltern einkaufen, ne? Warum muss ich das wissen, ne? Für gar nichts eigentlich, ne? Ja, seht ihr Leute, warum ich es nicht weiß, aber egal. Darüber springe. Komm, einfach durchfahren. Geht ja nicht, weil ihr. Gax brauche, ey, ich voll Lödel. Ah. Nein, er wollte ich nicht haben, Mann, oh Mann, ey. Egal, ey, jetzt habe ich einfach mal da mitgenommen, ey. Bin schon scheiße und hab's mitgenommen. Okay, 15 Gax habe ich schon. Das ist ja schon noch was, ne? So, okay, mehr brauchen wir nicht. Liegen noch mehr. 40 Stück jetzt schon und reicht eigentlich auch für unsere Waffe hier. Die ich mir gerne holen würde. Danke dafür, Buzzy. So, auch da schon hin geleitet. Neue Bombe. Welche gehen wir? Ach, einfach mal links, ne? Warum nicht, ne? Warum nicht? Wenn wir eh schon mal rechts gegangen sind, ne? Können wir auch mal links gehen jetzt. Jetzt gehe ich hier rechts, weil ich eben links gegangen bin, ne? Gleichberechtigung, ne? Muss ich auch immer geben wieder, ne? So, geht der Punkt bitte. Danke. Ging relativ schnell, ne? Eigentlich. Nice. Ich drüber gesprungen, ne? Ich bringe gerne mit Buzzy und ja, ne?
Auf jeden Fall muss ich zu der Gegend hier sagen, atmosphärisch ist, sieht die ja ganz geil aus, ne, die Eiswelt, ne, aber spielerisch ist sie arschscheiße, weil ich überall hinrutsche, wo ich nicht hinrutschen will, ne. Ist schon ein bisschen schon, Leute. So, ja. Ach, stimmt, ich brauche noch die, Gax-Medaille, keine Ahnung. Irgendwie so, lol, hä, wo kommt der denn jetzt her? Okay, ist doch nicht schnell, irgendwie, merke ich. Naja, was soll's, ne. Ich habe ja genug Geld dafür, für meine Sprungbrettchen. Oh Gott. Nein! Oh, oh ja! Danke, Bass! Danke, Bass! Danke, danke, danke! Leb du in Frieden noch, wenn du mal sterben solltest. Sterben solltest, ja. Weil nee, tust du ja nicht, weil ich dich ja steuere. Ach, wenn ich steuere, dann bist du eh gleich wieder tot, Bass. Was denke ich eigentlich über mich? Dass ich echt so gut spielen könnte? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, komm, den nehme ich noch mit. Dann haben wir jetzt schon alle außer zwei. Ja, und jetzt fehlen uns nur noch zwei. Was Lin macht eigentlich, ne? Was ist hier so richtig? Hier geht nur Gax ab. Der vorletzte, Leute. Der vorletzte von den KGMs, die wir so brauchen, ne? Am Ende. Wegen der KGM-Medaille, die ich noch haben will, eigentlich. Okay, 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 okay. Alles easy noch hier. Bis jetzt. Bis jetzt versteht sich, ne? Wer weiß schon, wie lange das noch anhält. Welche Probleme. Okay, 170 Gax, da ist ja schon mal ein recht guter Gax-Anteil, ne? Bis jetzt. Wer weiß, wie viel wir noch ausgeben müssen hier. Für gleich. Ne? Wer weiß das schon so genau. Egal, komm, einfach hier voran. Brauch ein bisschen Gax, Leute, ne? Ich will nur noch ein bisschen Gax mehr. Ein bisschen Gax, weil ich hier die Gax-Medaille noch absahnen will. Ja, absahnen. Ja. Ja, und Bombe. So. Und ich muss zum Ende ganz schnell. Okay. Hier bin ich ja schon da. Okay, die Medaille können wir vergessen, Leute. Diese für den Gax-Anteil. Ja. Ist ihnen scheißegal, Leute. Unseren großen Blob hier. Oh, der hat ja echt nur S2M-Kreise. Okay, dann können wir es ja doch noch schaffen eigentlich. Oh mein Gott, Eiskugeln. Alter, okay, wo ist der? Der ist da drauf, oh Gott. Komm. Wo Leben brauche ich? Das merke ich gerade, Leute. Ich brauche Leben, Buzzy. Geh da hin, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, Leben. Help. Hells, wo Hells? Oh, nein, 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 oh mein Gott, oh, danke. Munition auch ein bisschen, wenn nice, danke. Nicht aufs Wasser gehen, oder? Nee, das ist mit dem ab, da habe ich schon gedacht, irgendwie. Keine Ahnung, warum. Nein, boah, noch geschafft, Leute, noch geschafft. Das Schwere war, man ist einfach so darauf rumgeglitten, ne, dass man echt nicht zielen konnte, ne. Okay. Was? Ich geb's ohne Wenn und Aber zu. Ich hatte unsere Abfallluke schon abgeschrieben. Aber mit ihrer Hilfe konnte Star Command einen seiner glorreichen Siege erringen. Klasse, Junge. Danke, Nebula. Okay, Leute. Der Bossfight war jetzt... Scheiße, wir haben so wenig Gas. Egal, was soll's, ne? Kannst du immer noch wiederholen, ne? Nein, so wenig, ey. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ne? Nice, gemacht das Level. Ich fand's recht nice eigentlich von Umgebung und auch von der Spiel... von der Spielmechanik hier. War mal was anderes als nur normales Rumlaufen, ne? Es war ein bisschen rumschlittern, aber naja. War ja auch mal nice gewesen, ne? Nur zum Bosskampf, der war ein bisschen scheiße, aber auch ein bisschen geil, war auch nicht so geil, ne? Weil erstens, der hat die einfach so viel abgezogen mit den scheiß Eisbällen, die du echt gar nicht ausweichen kannst, wenn du nicht genau dich darauf konzentrierst. Weil wir ja noch so ein Vieh platt machen mussten, ne? Konnten wir uns ja nicht richtig drauf konzentrieren, ne? Aber naja, wir haben ihn ja noch gepackt am Ende, auch wenn es sehr knapp war, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, vom Lebensstand hier von uns jetzt. Aber naja, ging ja noch alles gut, ne? Wir haben es ja geschafft beim dritten Mal, glaube ich. Beim dritten Weltversuch. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben erst beim dritten Versuch schon geschafft, die Welt, die Eiswelt. Ja, die nächste Welt ist Badilos. 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 Ja, Leute, ne? Wie spricht man das jetzt aus, ne? Die Planet, ne? Badilos. Nenn ich es mal einfach.
Warum nicht, ne? Mission 9, Body Loss. Leute, okay, dafür uns eine Medaille. Ist ja nicht so viel, ne? Können wir auch im nächsten Part wiederholen. Nur Leute, jetzt würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen. Gebt einen Kuck, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Dann lasst es einfach sein, ne? Und wenn ihr schon ein Dislike gibt, dann könnt ihr mir auch sagen, warum. Also dann könnt ihr mir sagen, was ich besser machen sollte oder was so sein sollte oder was so wieder verwendet werden sollte oder so eine Art, keine Ahnung, was euch, lasst euch was einfallen. Ja, ciao, reinkauen, Tschüssikowski.